So, einen wunderbaren guten Morgen hier an dieser Stelle zu unserem Freitagswebinar hier von mir mit Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel und bei Tickmill können Sie wunderbar traden im Bereich Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Und wir schauen hier am heutigen Freitag, wie immer, auf ein paar interessante Handelsideen. Wir machen den Ausblick der Nachrichten für die nächste Woche. Wir überprüfen mal die Chartsituation wichtiger Indizes und etwas edukativen Teil wieder. Da geht es diesmal in Richtung ganz spezieller Kerzen. Ich habe das Thema getitelt Hammerkerzen mit Durchschlagskraft, weil es gibt in unseren Charts, die wir jeden Tag anschauen, immer wieder so Kerzen, Formationen oder Einzelkerzen, die wirklich richtig, richtig für Bewegung sorgen können. Und wir schauen heute einmal, was ich da immer regelmäßig im Blick habe, wo ich die Handelsideen auch herfinde und hersuche, damit wir hier gut traden können. Mario, Elena, Olaf, einen wunderbaren guten Morgen hier. Ich würde sagen, wir legen dann auch gleich mal los. Der Risikohinweis macht den Anfang. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Guten Morgen, Ludger. Weiter geht's mit den heutigen Themen. Ich hatte es gerade avisiert, die Handelsideen gibt es. Es gibt den Wochenausblick, was kann die Märkte nächste Woche analysieren bzw. bewegen. Die Analyse der großen Indizes und natürlich hier das Know-how. Und damit rein in die Tagesnachrichten für heute. Was wir jetzt schon bekommen haben, das war der Auftragseingang der Industrie für den Monat August. Hier wurde eine Prognose von 0,7 abgegeben. Wir haben 2% gehabt. Das ist eine positive Geschichte. Mal sehen, was der DAX draus macht. Dann die Erzeugerpreise. Da war ein Anstieg von 0,2% erwartet worden. Es waren 0,3. Also die Erzeugerpreise steigen so Stück für Stück auch mit an. Mal sehen, wie das Ganze auch weitergeht. Aber das ist so ein Zeichen dafür, der Inflationsdruck, der nimmt auch in Europa zu. Mal gucken, was so entsprechend die Märkte aus dieser Situation machen, weil die EZB hat ja gesagt, die Zinsen bleiben mit guter Wahrscheinlichkeit noch über den nächsten Sommer hinaus. Also was auch immer die als über den nächsten Sommer hinaus sagen, aber ich sag mal, bis Mitte nächsten Jahres sollen die Zinsen auf alle Fälle noch da bleiben, wo sie jetzt sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Inflation zieht aber an. Wir haben gesehen, was mit dem Ölpreis passiert ist. Also das bleibt sehr, 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 sehr spannend. Was gibt es heute im Laufe des Tages noch? Um 14.30 Uhr aus den USA, Thema Arbeitsmarkt. Das heißt, wir bekommen hier die Zahlen zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und wir bekommen die Arbeitslosenquote für den Monat September. Ich persönlich rechne hier nicht mit bösen Überraschungen in diesem Bereich. Ansonsten gibt es hier aus den USA noch die Handelsbilanz. Heute Abend um 21.30 Uhr gibt es wie immer, wie jede Woche Freitag für den COT-Report die entsprechenden Basisdaten und heute am Abend spricht noch ein FOMC-Mitglied. Also auch das kann Bewegung in die Märkte bringen. Ali, auch dir einen schönen guten Morgen. Damit würde ich sagen, gehen wir mal in die Charts. Diejenigen von Ihnen, die schon nachgelesen haben, was ich heute geschrieben habe, ich habe den S&P 500 auf der Uhr, ich habe für Sie den Silberpreis im Chart analysiert und das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Jetzt musste ich selber erst nochmal in meinen eigenen Blog gucken, was das Währungspaar an dieser Stelle heute auch war. Also heute ein Währungspaar, ein Rohstoff und ein Index. Und ich sag mal, wir gehen mal direkt hier in den Stereo-Trader bzw. in den MT4 mit dem Stereo-Trader-Add-on hinein und schauen uns das Ganze einmal an. Die Analyse der großen Indizes, die machen wir ja hier jede Woche, aber es hat mich einfach gestern in den Fingern gejuckt, als ich gesehen habe, wie sich der S&P 500 hier entwickelt. Das war schon, muss ich sagen, nicht von schlechten Eltern, was wir da gesehen haben. Was hat für mich die Situation interessant gemacht. Es war für mich überhaupt nicht dieser Spike nach unten oder diese Dynamik, die gestern hier aufgetaucht hat. Nein, nein, nein. Es war was ganz, ganz anderes. Wir haben hier die Situation hier oben. Schauen Sie mal, wir haben hier das Hoch gehabt, dieses Top bei 2941 Punkten. So, dann hat der Markt korrigiert, eine saubere Korrektur gemacht. Alles schick, alles fein, wunderbar, passt alles ins Gesamtbild. Dann sind wir hier hochgelaufen und dann gab es kein neues Hoch. So, das war erstmal das erste
das, sag ich mal, so das erste Achtungszeichen, wo ich gesagt habe, jetzt musst du mal gucken, was hier weiter passiert. Weil was passieren kann, ist natürlich, dass wir hier oben so ein Zickzack bekommen, wo der Markt ein Dreieck ausbildet und wir so langsam Stück für Stück nach oben schleichen. Das ist die eine Variante. Nur wir hatten ja schon des Öfteren drüber gesprochen, es kann auch mal sein, dass so eine starke Bewegung hier nach oben, so eine Fahnenstange, dass die einfach auch mal etwas tiefer korrigiert wird. Hier sehen Sie mal, das ist der Wochentrend, der lief einfach seit Mitte des Jahres schnurstracks nach oben, ohne wirklich mal weit zu korrigieren hier. Hat man mal eine Woche, die nach unten ging und dann ging es gleich wieder hoch. So, jetzt haben wir hier die Situation im Tageschart gehabt, kein neues Hoch. Was passiert denn hier unten? Die Marke von 2900, beziehungsweise hier, dieser Tiefpunkt. Wenn es da drunter geht, da schreit das Thema, Abwärtstrend. Ja, jetzt haben wir es. Gestern ist er sozusagen hier unten drunter gerutscht, bis dahin. Was haben wir jetzt hier? Wir haben einen Abwärtstrend. Ist jetzt noch nicht schlimm. Der Markt ging gestern sofort wieder hoch. Das heißt, die Kurse wurden gestern sofort wieder aufgekauft. Wir sehen das, wie die Kerze sich entwickelt hat. Aber in meinen Augen ist das erste Mal ein Achtungszeichen. Das heißt, hier an dieser Stelle, der Markt ist erstmal unter die 2900-Punkte-Marke gegangen. Hier haben wir jetzt rein technisch analysiert einen Abwärtstrend, der jetzt erstmal wieder zurückgeschnappt ist. Jetzt muss man gucken, was die Märkte daraus machen. Aber das Ding hat dann natürlich jetzt ein bisschen Potenzial, weil, wenn wir uns mal diesen Trendverlauf hier anschauen, das aktuelle Korrekturtief liegt ja hier unten um die Marke von, wo haben wir es hier unten? Wir gucken mal ganz kurz drauf. Das ist nicht um die Marke, wir können ja den Punkt genau bestimmen. Das Low war bei 2863 Punkten, bei knapp 2864 Punkten. Da war hier das Tief. Hier haben wir noch den Ausbruch aus diesem, über dieses Trend hoch, was wir hier hatten. Das heißt, die Marke hier von 2864 Punkten, die ist hochinteressant in diesem Bereich. Da kann der Markt hinlaufen, ohne diesen Aufwärtstrend kaputt zu machen. Aber weil die Strecke so weit ist, kann sich natürlich untergeordneten Abwärtstrend bilden. Und das ist für uns Trader natürlich interessant, was hier entsprechend auch passiert. Das heißt, im kurzfristigen Bereich kann es durchaus dazu kommen, dass wir wieder hier runterlaufen, dass wir das Tagestief anlaufen, was wir hier unten haben. Ich mache das mal kurz weg, dieses Panel, das brauchen wir gerade nicht. Dass wir dieses Tagestief hier an dieser Kerze bei 2877 Punkten, dass der Markt das anläuft und gut und gerne auch mal das Teil hier unten testen kann. Das heißt, dass wir hier mal eine tiefe Korrektur sehen, so ähnlich wie wir es hier gesehen haben an dieser Stelle, wo der Markt so kurz hier drüber gelaufen ist, wie wir das hier hatten, kurz übers Hoch drüber gelaufen ist und dann zu einer tiefen Korrektur angesetzt hat. Das ist das, was hier uns auch blühen kann, sage ich mal, auf der Unterseite. Das heißt, wir schauen einfach mal hier in den Stundentrend rein und da sehen wir, was hier gerade am Gange ist. Das heißt, wir hatten ja hier, jetzt muss ich erstmal kleiner machen, dass wir etwas mehr an Historie sehen. Heißt also, wir haben jetzt hier definitiv diesen Trend, der nach unten läuft. Hier haben wir diesen, sehen Sie, das, was ich hier meine, ist der aktuelle Trend in der Stunde, ist das hier. Bewegung, Korrektur, Bewegung, der steht jetzt in seiner Korrektur. Wenn das Teil wieder rumdreht, hier, ich mache das mal ganz kurz groß für die aktiven Trader in den kleineren Zeiteinheiten. Wir haben jetzt hier an dieser Stelle einen Abwärtstrend. So, und wenn dieser Abwärtstrend, der momentan in seiner tiefen Korrektur steht, seine Bewegung fortsetzt, dann bekommen wir ja hier sozusagen an dieser Stelle, hier in diesem Bereich, bekommen wir ja entsprechend die Umkehr. Ich mache das Ganze mal kurz so, dass wir das in der nächst kleineren Zeiteinheit auch sehen. Das heißt, die Idee, die sich heraus ergibt, ist einfach die, zu sagen, wir schauen einfach mal, was jetzt hier oben passiert. Wir nehmen mal diesen laufenden Abwärtstrend und schauen, was der Markt hier draus macht. Und wenn wir uns das ganze Thema mal in den 5 Minuten beispielsweise anschauen, dann muss ich das Ganze mal kurz etwas größer zoomen, dass wir es besser sehen können. So, dann haben wir hier die Situation. Schauen wir mal, das war die Korrektur der Stunde. Das war der Aufwärtstrend hier oben. Der hat hier seine letzte Korrektur tief gehabt. Jetzt ist er hier gebrochen. Jetzt schiebt es den hier nach oben. Das heißt, die 5 Minuten machen einfach gerade kurz die Trendumkehr. Das heißt, wir haben jetzt hier Schritt nach unten, Korrektur und in dem Moment, in dem wir hier unten drunter laufen, haben wir erst einmal in den 5 Minuten wieder einen Trend, der abwärts läuft und dieser Abwärtstrend der 5 Minuten würde dann sozusagen hier in dem bestehenden Abwärtstrend, wenn man dieses Teil hier nimmt, der Stunde laufen und das gibt uns dann einiges an Potenzial, hier auf die Tiefs auch unten drunter dran zu laufen beziehungsweise hier erneut in beziehungsweise unter diese Marke von 2900 Punkten zu laufen und möglicherweise hier den Schub, den wir gestern im Tageschart gesehen haben, nach unten fortzusetzen. Das ist das, was wir erst einmal in der kleinen Zeiteinheit hier sehen. Auf der anderen Seite, wenn die Stunde rumdreht, wir hatten ja gerade gesehen, die Stunde ist gerade sozusagen ein Stück wieder nach oben gelaufen, deshalb hier diese Doji-Kerze. Wenn der Markt nach oben will, dann haben wir hier entsprechend natürlich dieses Hoch von heute, dieses Tageshoch von heute, wo der Markt erst einmal drüber muss. Das ist bei
wo haben wir es? 2911. Der nächste Anlaufpunkt auf der Oberseite wäre dann das Tageshoch von gestern bei 2921 Punkten. Das mal im kurzfristigen Bereich zur Oberseite. Wenn es dann wieder Schmackes gibt und der Markt sich sagt, nö, keine Lust auf tiefe Korrekturen, dann steht natürlich hier eine Trendfortsetzung dieses großen übergeordneten Trends nichts im Wege. Heißt also, der nächste Anlaufpunkt wären dann hier oben diese 2941, wenn sich der Tagestrend nach oben hin fortsetzt. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, was der Markt hier untergeordnet macht. Die Zentralbank von den USA hat ja gestern auch verlauten lassen, dass sie sich durchaus vorstellen kann, dass wir hier etwas höhere Zinsen sehen, an die 3%. Also, werden wir sehen, was der Markt draus macht. Irgendwann werden die Zinsen halt zu teuer, das ist dann schlecht für die Wirtschaft und dann reagiert auch so ein Index mal etwas nervöser, beziehungsweise mit Kursen nach unten. Also hier im S&P 500 hier das aktuelle Bild, die so ein bisschen sozusagen Einschätzung aus meiner Sicht der aktuellen Lage hier im S&P 500 mit Potenzial nach oben und nach unten. Wir werden sehen, was der Markt hier entsprechend spielt. Wie bei jedem Trade können wir ja nur die Szenariovorbereitung machen und müssen uns dann entsprechend nach dem Markt richten. Schauen wir uns mal als nächstes hier den Silberpreis an. Über Silber hatten wir ja eine ganze Weile schon nicht gesprochen. Wir hatten im Silberpreis vor kurzem, schon eine ganze Weile her, wann war denn das gewesen? Hier irgendwann im September, hier Anfang September, wo wir diesen Tiefbereich hier, diesen massiven unteren Tiefbereich getestet haben. Danach bei 13,96 hat sich der Markt gefangen und läuft jetzt oder ist jetzt sehr, sehr schön nach oben gelaufen. Hier oben sehen wir das Trendhoch, hier das Korrekturhoch dieses Abwärtstrends, was wir hier oben hatten. Hier unten hatten wir noch eins. Also hier unten war noch so ein kleiner Schwung. Den hat der Markt hier rausgenommen und tendiert seitdem aufwärts. Das, was ich Ihnen hier eingezeichnet habe, ist mal der Trendverlauf der Stunde. Wichtige Anlaufmarke auf der Oberseite sind jetzt hier die knapp 15 Dollar. Die wir haben. Wenn der Markt dort drüber läuft, wäre das ein sehr, sehr, sehr positives Zeichen. Das heißt, die Situation, die wir jetzt haben, jetzt mache ich das mal etwas größer hier, ist einfach folgende. Wir haben untergeordnet in der Stunde sehr, sehr schön diesen Aufwärtstrend hier zu sehen. Der ist aktuell in seiner Korrektur. Wenn das Teil rumdreht, dann haben wir das Potenzial hier über die Tageshochs nach oben durchaus in Richtung 15 US-Dollar pro Feinunze zu laufen. Das heißt, die Punkte auf der Oberseite sind erst einmal hier das Tageshoch von gestern. Das ist die Marke von 14,77. Dann haben wir hier oben die nächste, die 14,82 und dann hier dieses aktuelle Trend hoch, das Stundentrend bei 14,90. Und wenn wir da drüber gehen, dann haben wir hier auf der Oberseite als nächstes die Anlaufpunkt hier dieses Korrekturhoch, was wir hier bei knapp 15 US-Dollar im Markt auch haben. So, und jetzt schauen wir mal das ganze Teil in der Stunde an, weil ich habe ja gesagt, diese schöne Aufwärtsbewegung hier ist ein einziger Trend im Stundenchart, der ist sehr, sehr gut ersichtlich. Das mache ich mal kurz etwas kleiner, dass ich es einzoomen kann. Und da sehen Sie es hier, schöner Aufwärtstrend mit seinen Bewegungen und Korrekturen, alles schön in Trendform ersichtlich. Und was wir jetzt sehen hier, ist zwar auf der ersten Linie ein Abwärtstrend in der Stunde, aber in das Bild dieses Stundentrends hier, dieses eingezeichneten Stundentrends eingeordnet, ist es halt die Korrektur. Ich sehe gerade, der Oliver Müller ist auch da. Guten Morgen, Oliver. Also, im Silber Korrektur, dreht dieser Markt hier rum, dann nimmt er die Richtung des übergeordneten Stundentrends wieder auf und läuft nach oben. Und das ist das Potenzial, was wir hier haben. Diese Stärke, die wir momentan in diesem Markt seit dem Tief hier unten sehen, die hat sich aufgebaut und die bleibt auch weiter stark, auch wenn der Markt hier etwas korrigiert. Wenn dieser Markt gebrochen wird, das heißt, wir hier unten unter diese Marke laufen bei 14,36,8, dann ist dieser Aufwärtstrend kaputt hier in der Stunde. Dann hätten wir die Situation, dass der Tag wieder runterläuft. Wenn das passiert, naja, dann schauen wir natürlich wieder auf die Unterseite und auf der Unterseite sehen wir dann natürlich auch das Potenzial liegen, was wir haben. Das heißt, wenn wir hier unten drunter fallen, unter diese Marke, die ich gerade im Stundenchart genannt habe, die sehen wir hier auch die 14, was habe ich hier, 14,39 habe ich hingeschmackt, dass diese Price Range hier unten, Sie wissen ja, dass das nicht so auf den Cent genau festzumachen ist, der Markt richtet sich nicht nach Cents, dann heißt es halt, wenn wir hier drunter laufen, ist dieser Trend gebrochen, wir haben dann wieder die Dynamik eher auf der Unterseite, Anlaufpunkte wären dann hier die 14,17 im kurzfristigen Bereich, beziehungsweise dann hier unten die 13,96, 13,97 in diesem Markt auf der Unterseite. Schauen wir einfach mal, was wir hier bekommen. Entweder die Korrektur setzt sich fort und bricht den Aufwärtstrend oder sie dreht rum aus der tiefen Korrektur. Und dann haben wir wieder in den kleineren Zeiteinheiten auch sehr, sehr schönes Potenzial für die aktiven Trader, die Intraday auch traden wollen, wenn die 5 Minuten rumdrehen, dann haben wir schöne Anlaufpunkte in der Stunde. Und zwar ist das dann hier der Markt, der schön nach oben laufen kann, wo wir uns die Korrektur mal anschauen. Ich muss den Trend nochmal etwas schöner zeichnen hier. So, jetzt muss ich
Komm doch mal her. So, hier. Jetzt, da haben wir es. So, hier. Das sind die 5 Minuten. Wenn der hier unten rumdreht und wieder nach oben läuft, wäre das ein Signal, dass die Stunde wieder in ihre Richtung läuft. Und was wir dann wirklich nach oben haben, hier die Hochs, die Korrekturhochs, diese wichtigen sichtbaren Punkte als Anlaufmarken auf dem Weg nach oben für das Trading aus den kleineren Zeiteinheiten. Also das alles wirklich sehr, sehr, sehr interessante Marken, die wir hier haben. Übrigens kann sich diese Korrektur, die wir jetzt hier haben, durchaus noch bis hier unten hin weiter nachvollziehen, wenn man das mal in der Stunde sieht, weil wir haben ja hier den Schwung, den Trendschwung gehabt, hier den Riesenschub nach oben, hier unten ist der Bereich des Korrekturtiefs an diesem Bereich, da kann diese Korrektur auch noch hinlaufen, ohne das jetzt erst einmal kaputt zu machen. Ansonsten hier unten, diese Marke ist dann natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und damit vom Silber in die Währung für den heutigen Tag, und zwar US-Dollar, Schweizer Franken. Das war die falsche Tastenkombination. Steuerung M müssen wir drücken, um die Marktübersicht aufzumachen. Und dann ziehen wir einfach mal den Dollar, Schweizer Franken hier in den Markt hinein. Sie können sich übrigens diese Tabelle auch selbst sortieren. Sie müssen einfach nur auf so ein Symbol draufklicken mit der Maus und dann können Sie das hinziehen, wo Sie es hinziehen wollen, und an dieser Stelle einfach loslassen per Drag and Drop. Ist es dann entsprechend auch für Sie vorsortiert, wie Sie es selber haben wollen. Also das können Sie relativ einfach machen. So, jetzt ziehen wir hier mal den US-Dollar, Schweizer Franken in den Chart mit hinein. Und auch hier ist es sehr, sehr interessant, was der Markt macht. Wir sehen das hier unten. Wir hatten den Dollar Schweizer Franken schon mal vor ein paar Wochen, als er hier unten aufgedutzt ist auf dieser Unterstützung bei 0,95773, wo er diese wunderbare Umkehrkerze hier hinterlassen hat im Chart. Auch eine dieser guten Kerzen, die man schön fürs Trading nutzen kann. Und dann kam dieser brutale Schub nach oben. Also es ist einfach ohne Pause, zack, ging das Teil hoch. Hier sind wir reingelaufen in dieses Level um die 0,99240. Da hat der Markt gestern so ein bisschen mal verweilt, so richtig drunter wollte er nicht. Und das war so ein, oder ist immer so ein Zeichen, wenn hier Schwäche reinkommt und so eine Schwäche sich sozusagen im Markt bestätigt, dann hat man erstmal nach so einer langen Bewegung natürlich auch etwas Potenzial für Korrektur. Wenn der Markt sowas spielen sollte, aber nur wenn er es spielen sollte, etwas Schwäche spielen sollte, dann haben wir hier im kurzfristigen Bereich erst einmal das Tagestief von gestern um die 0,989 hier unten laufen, beziehungsweise dann aus dem Verlauf des Stundencharts hier diese Marken bei 0,98627, beziehungsweise hier unten auch um die Tagestiefs, das waren auch Marken im Stundentrend bei 0,98236. Aber, und das ist der wichtige Punkt, wir haben hier einen saustarken Markt und saustarke Märkte, die begieren sehr, sehr oft nach weiterer Stärke. Und das ist auch das, was wir hier momentan sehen. Zwar war hier so ein leichter Widerstand und wir wissen auch nicht, ob es wirklich oben drüber geht ob er einfach wieder rumdreht. Das ist ja jetzt nur eine klassische Momentaufnahme. Aber dieser starke Markt hat das Potenzial, einfach weiter hochzulaufen. Das heißt, als nächste Anlaufpunkte sind hier auf der Oberseite mal das Tageshoch vom 20.08. um die 0,99690, beziehungsweise dann hier oben dieser Bereich um die 0,99840. Das sind Anlaufmarken, die dieser Markt durchaus nach oben ziehen kann, bevor eine Korrektur anfängt. Der ist stark, der Markt, und das sehen wir halt auch in der Stunde, wie die Kerzenschübe hier sind. Wie schön das Ganze nach oben läuft, ohne sich zu brechen, einfach schön Korrekturen zu machen und nach oben zu laufen. Das ist ein starker Markt und der läuft, wie er läuft. Also das heißt, dieser Trend, wie jeder andere Trend auch, ist erst zu Ende, wenn er bricht. Und momentan sieht man halt noch keine Bruchtendenzen. Hier war dieser Widerstand, da ging es mal oben ein bisschen mit Tingelei hin und her, aber nichtsdestotrotz, jetzt läuft er drüber. Und wenn er sich weiter fortsetzt, ist das natürlich hochinteressant für den Blick auf die Oberseite, weil da ist noch einiges an Potenzial zu holen, wenn diese Stärke einfach hier weiter mit erhalten bleibt. Also diese Dinge hier im US-Dollar, Schweizer Franken sind hochinteressant. Wir haben das Megasignal hier unten bekommen und schauen Sie, was sich daraus entwickelt hat. Das sind einfach die Sachen, wo man als Trader gut hinschauen kann und wirklich gutes Geld verdienen kann. Und da muss man nicht nur in den Kleinstzeiteinheiten springen, sondern das sind Trades. Wir haben ja hier Trader von unterschiedlichen Zeitkontingenten auch da. Wir haben die Intraday-Trader, wir haben aber auch die berufstätigen Trader. Und auch für Sie, liebe berufstätige Trader, das sind so die Trades, die können Sie wirklich sehr, sehr gut machen, sehr, sehr gut umsetzen von der Planung her. Sie wissen aus dem Chart heraus, wo Käufer auf Sie warten können. Da muss man nicht im 5-Minuten-Chart daneben knien, sondern kann das entspannt auch laufen lassen mit dem richtigen Chance-Risiko-Verhältnis und ihren Setups. Das sind wirklich die Trades, die Sie als sage ich mal, nebenberuflicher Trader ohne Probleme auch handeln können. Also
hier nicht verzagen, nicht nur auf die kleinsten Zeiteinheiten schauen, sondern viele Handelsideen lassen sich auch als Swing Trades für berufliche Trader, für nebenberufliche Trader auch mit umsetzen. Und dafür haben wir ja hier bei Tickmill auch einen Broker, der von der Konditionenseite her sehr, sehr interessant für diesen Handelsstil auch sind. Damit sind wir hier mit den heutigen Handelsideen erst einmal durch. Wir machen weiter mit den Nachrichten für die nächste Woche. Und da werden Sie jetzt sagen, huch, das ist jetzt aber wenig. Ich habe ja hier immer die allerwichtigsten Nachrichten. Sie sehen das an diesen drei Bullenköpfen. Das heißt, da haben die höchste Relevanz. Und da gibt es nächste Woche ja nicht wirklich so viel hier an dieser Stelle. Das heißt, wir bekommen am Mittwoch, den 10. Oktober, die Erzeugerpreise aus den USA. Hier spielt auch das Thema Inflation wieder eine sehr, sehr große Rolle. Und am Donnerstag bekommen wir um 13:30 an den Bericht des geldpolitischen Treffens der EZB, um 14.30 Uhr aus den USA den Verbraucherpreisindex, die Kernrate für den Monat September und dann um 16.30 Uhr die Rohöllagerbestände. Wir hatten ja diese Woche einen deutlichen Anstieg, trotzdem ist der Ölpreis sehr stark nach oben gegangen. Also interessant bleibt das Ganze an dieser Stelle und nächste Woche sind das mal die allerwichtigsten Nachrichten, die wir hier an dieser Stelle haben. Und damit mit dem Blick auf diese Nachrichten gehen wir mal für die Wochenvorschau rein in die Analyse der großen Indizes. Den S&P 500, den haben wir uns ja schon angeschaut. Ich würde sagen, wir machen mal im US-Markt entsprechend hier weiter, was wir da sehen. Und wir haben jetzt hier mal den Dow Jones, den ich für Sie mit hier in den Markt reingelegt habe, beziehungsweise in den Chart reingelegt habe. Und da sehen wir hier einen Markt, der weiterhin schön nach oben läuft. Hier, da hatten wir keine Doppel-Top-Bildung oder Mehrfach-Top-Bildung, wie wir das im S&P 500 gesehen haben, sondern hier hatten wir einfach die schöne Korrektur, den Ausbruch aus diesem Korrekturkanal. Dann liefen wir hier hoch und hier war die Umkehrkerze, die uns angedeutet hat, jetzt könnte es nach unten gehen und dann ging es auch deutlich nach unten. Und jetzt ist auch hier ganz, ganz wichtig, was wir sehen, hier unten diese Marke um den Bereich dieses Tiefs hier unten, was wir hier unten haben. Warten Sie mal, das mache ich mal ganz kurz in einer roten Farbe, weil das sehr, sehr wichtig ist. Wenn der Markt dort runter geht, hier runter läuft an dieser Stelle natürlich, dann wäre das jetzt die Situation, dass das einfach nur eine tiefe Korrektur wäre, die wir hier im Dow Jones sehen würden. Bricht er das Ganze, bricht er dieses Level hier unten unter der Marke, ich mache Ihnen gleich mal noch den Preis mit dran, halt, wir nehmen die andere Seite, hier diese Marke, dieses Korrekturtief, wenn er es nach unten hinweg bricht, also unter diese Marke drunter ungefähr 26.350 Punkte, dann hätten wir diesen Trend hier gebrochen. Das steht jetzt mal auf der Uhr. Also aktuell nach oben, der Aufwärtstrend läuft fein weiter, auch wenn wir hier gestern diesen Spike gesehen hatten. Dieser Dip wurde gleich wieder genutzt, um einzusteigen. Setzt Schwäche in diesem Markt ein und der Markt läuft hier drunter. Müssen wir erstmal schauen, was hier passiert, ob der Markt wirklich dynamisch dann einfach noch nach dem Rutsch weiter nach oben läuft oder aber, ob wir hier sehen, dass sich ein Abwärtstrend bildet und wir etwas tiefere Korrektur bekommen. Das muss man mal sehen. Der Tag gestern war auf alle Fälle doch sehr richtungsweisend, wo man gesehen hat, wie schnell das auch nach unten gehen kann. Trendtechnisch nach oben hin erstmal alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Wir müssen nach dem Tag gestern einfach mal nur abwarten, wie es hier an dieser Stelle auch mit weitergeht. Das Gleiche schauen wir uns mal noch im technologielastigen Index an, beim Nasdaq. Beim Nasdaq sieht es, sage ich mal, ein bisschen so aus, wie wir das vorhin gesehen haben, im S&P 500. Ich will diesen Chart mal ganz kurz für Sie etwas aufräumen hier an dieser Stelle. Wir brauchen hier diese ganzen Unterkerzen nicht. Das mache ich mal schön sauber für Sie. So. Also wenn Sie sowas auch aufräumen wollen, Doppelklick drauf und dann können Sie einfach auf Entfernen drücken und das Ganze hier entsprechend löschen, aus den Märkten rausnehmen. So, was haben wir jetzt hier entsprechend in dem Markt gehabt? Schauen wir mal, hier oben ist der Bereich vom Allzeithoch. Und hier sehen wir auch, das Allzeithoch wurde hier angelaufen, es wurde korrigiert. Die Korrektur an sich lief tief ab, aber alles fein. Danach wieder schön nach oben. Hier oben ist der Markt nicht mehr richtig rausgekommen. Und hier sehe ich jetzt ein ähnliches Bild wie das, was ich vorhin gesagt habe im S&P 500. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, was hier unten passiert. Diese Marke hier, dieser Bereich, der ist wichtig. Wenn der Markt hier drunter läuft, dann ist dieser Schub nach oben erst einmal beendet. Und dann kann es unter Umständen zu einer etwas tieferen Korrektur kommen. Das heißt, hier entweder der Markt dreht rum und läuft, wie er das vorher auch gemacht hat, einfach wieder nach oben. Dann ist das wirklich wieder diese Wahnsinnsstärke, die dieser Markt hat, aus der Korrektur heraus gleich wieder nach oben zu laufen. Das gibt uns dann das Potenzial, hier oben ins Allzeithoch auch wieder reinzulaufen. Das ist die eine Seite.
Die andere Seite ist, setzt sich diese Korrektur fort, dann laufen wir hier entsprechend runter und dann haben wir die Situation, dass wir einen Markt haben, der durchaus die Möglichkeit hat, mal etwas tiefer zu korrigieren. Tiefere Anlaufpunkte wären dann hier unten. Dieser Markt, diese Marke, beziehungsweise dann auch erst einmal diese Marke. Das wären dann die nächsten Unterstützungen, die wir im Markt hier unten liegen hatten. Unterstützung mache ich mal ganz kurz grün, damit das hier im farblichen Kontext bleibt. Das heißt, das wären mal die Anlaufpunkte, die wir dann einfach visuell entsprechend im Chart auch haben, wo der Markt hinlaufen kann, wenn er das da oben bricht. Das wären mal diese wichtigen Punkte, die wir hier sehen können, dass der Tag einfach mal ein Stück weit korrigiert und das wäre dann eine gesunde Korrektur in der Woche. Hier sehen Sie mal, wenn die Woche etwas korrigiert, der Wochenchart, dann wäre das nicht weiter tragisch, weil Sie sehen ja selbst, was der Wochenchart gemacht hat. Das war die letzte Korrektur und das hier ist die Bewegung. Und wenn wir da etwas Korrektur bekommen, dann wäre das für diesen Markt einfach wirklich nur sehr, sehr, sehr gesund. Wir können da natürlich immer schön weiter traden, dann heißt das eher auf der Short-Seite nach unten hin. Warum soll man das nicht machen? Gerade die aktiven Traderinnen und Trader unter Ihnen, die können solche Geschenke vom Markt auch ruhig annehmen. Wie schon gesagt, die Anlaufpunkte hier auf der Unterseite, die stehen dann auch ganz klar. Und diejenigen von Ihnen, die sowas auch immer mal ausmessen hier, die Korrektur-Level, die Fibonacci, Linien, ziehen Sie es einfach mal rein. Die Hälfte dieser Korrektur wäre hier unten im Bereich, wo haben wir es hier, von ungefähr 7000 Punkten, wäre die Hälfte dieser starken Aufwärtsbewegung korrigiert. Also wir haben, sollte eine Korrektur hier in diesem Bereich einsetzen, deutliches Potenzial nach unten hin, ohne diesen großen Schub hier, ohne diesen großen Aufwärtstrend aufzumachen. Und das wäre dann beispielsweise eine Situation, wo ich sagen würde, da haben wir eine gute Korrektur, die uns dann in Stellung bringt für eine Jahresendrallye. Das wären mal so die Dinge, die wir hier am US-Markt sehen. Und jetzt gucken wir uns das ganze Spiel mal in Deutschland an. Ich wollte gerade sagen, dieses ganze Trauerspiel am deutschen Markt, es hat sich einfach im Vergleich zur Vorwoche nicht wirklich was getan. Ich mache den Chart mal für Sie wieder etwas klein, dass wir hier die Dinge, die wir in der letzten Woche auch mit eingezeichnet haben, direkt auch nochmal sehen können. Das heißt hier, wir haben weiterhin dieses Dreieck mit am Laufen hier in diesem Markt, dieses große Dreieck, was ich eingezeichnet hatte. Wir haben weiterhin, ich mache da mal ganz kurz das hier raus, diese Marken brauchen wir gerade nicht. So, weg damit, damit auch weg und das auch so. Jetzt haben wir es sauber. Was haben wir hier momentan wieder? Wir haben weiterhin den abwärtsgerichteten Markt, den können wir einfach nur so hinnehmen, wie es gerade ist. Das heißt, wir kommen nicht umhin zu sagen, wir haben hier weiterhin einen bestehenden Abwärtstrend. Das ist dieser blau eingezeichnete Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend hat hier untergeordnet seinen Bewegungstrend am Laufen. Heißt also, wir sind jetzt hier in die Korrektur gelaufen. Jetzt ist der Markt wieder rumgedreht. Diese untere Linie wurde mal durchbrochen. Wichtige Marke hier unten, dieser Bereich, um die, wo wir hier diese Dips auch schon gesehen haben. Das heißt, um die 11.800 Punkte Marke ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Da war auch dieses Tief hier. Laufen wir jetzt hier nach unten weit, dann besteht kurzfristig einfach die Möglichkeit, dass wir einfach hier nach unten weiterlaufen und dann hier diese Marken, die wir hier handhaben, beziehungsweise im Vorbereich des Charts schon mit sehen können. Erst einmal die Tagestief für das kurzfristige Trading und dann natürlich hier für das mittelfristige, also für die Swings, die Marke von 11.980 Punkten, beziehungsweise dann hier das Tief, was wir hatten bei 11.864 und danach geht es schon wieder in Richtung 11.800 Punkte nach unten. Das ist das, was wir auf der Unterseite sein oder sehen können, es sei denn, und jetzt sage ich mal, es sei denn, das ist halt etwas Positives, was sich auch ergeben kann. Es kann natürlich auch passieren, dass wir Folgendes sehen, dass der Markt jetzt hier einfach nur, kleinen Augenblick, einfach nur eine Korrektur dieser Bewegung macht, so, und wenn sich die Märkte irgendwann wieder fangen, wieder rumdreht nach oben, das heißt gar nicht erst bis darunter läuft, bis an die 11.800 Punkte Marke, sondern einfach rumdreht. Das wäre dann ein positives Signal, ähnlich wie ich das diese Woche im S&P, im Eurostox 50 schon mal gezeigt habe. Dann würde sich untergeordnet der Aufwärtstrend bilden, also auch wieder eher in Richtung dem Sinne zu laufen, was wir jetzt vor kurzem in den US-Märkten auch gesehen haben, die Richtung nach oben anzugehen. Und da wäre es dann interessant, was hier oben passiert. Also diese Marke hier, dieser Bereich ist dann wichtig, hier drüber zu gehen, Richtung 12.600 Punkte Marke. Wenn man da drüber eine Stabilisierung finden könnte, das wäre ein erstes sehr, sehr positives Zeichen für den DAX, dass wir hier wieder uns in Richtung der Oberseite orientieren. Momentan ist das allerdings noch nicht zu sehen. Wir sind hier mittendrin statt nur dabei und von der Seite her heißt das hier, der übergeordnete Markt hat weiterhin den Abwärtsdruck da. Die Marke von 11.800 Punkten steht weiter im Raum, bricht das Ganze weiter zusammen, dann hätte nach unten der Markt hier deutliches Verlustpotenzial
Wenn das Ganze allerdings früher rumdreht, hatte ich auch gesagt, hier, dann haben wir die Chance, auch nach oben zu laufen. Wir müssen jetzt an der Stelle einfach nur mal abwarten für die mittelfristigen Trades. Die kurzfristigen Trader können sich hier einfach an dieser abwärtsgerichteten Tagestendenz orientieren und mal schauen, was der Markt an dieser Unterstützungslinie hier macht und damit mal die Einschätzung für den DAX an dieser Stelle. Ja, ich schaue gerade mal noch in den Chat hinein, da ist nichts drinnen. Eine Sache möchte ich allerdings mal noch mit Ihnen besprechen und zwar das Thema Italien. In Italien, na, da geht ja immer wieder jetzt die Nachrichtenlage hier durch den Markt, was das Thema Staatsverschuldung und so weiter und so fort angeht. Die Risikoprämien für das Land sind deutlich angestiegen. Das sieht man in dem Anleihemarkt von Italien. Und deswegen habe ich gesagt, nehme ich heute einfach mal diesen Markt hier rein. Ich muss jetzt nur mal kurz gucken. Das ist jetzt nicht das, was ich sehen will. Kleinen Augenblick. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das hier mal sauber mache. So, zack. So, jetzt haben wir den italienischen Index. Ich nehme mal noch die runden Marken raus. Na, der hängt jetzt hier ein bisschen. Okay, lassen wir es, wie es ist. Was haben wir hier momentan in diesem Markt? Wir haben hier einen definitiv abwärtsgerichteten Markt. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist hässlich. Ich mache das mal kurz sauber für Sie. Das brauchen wir nicht. Ich möchte hier einen sauberen Chart. Das heißt hier, neues Chartfenster, zack, so. Jetzt haben wir es da, ohne irgendwas drinnen. Das heißt einfach nur den sauberen Chart vom italienischen Aktienindex MIB übrigens für diejenigen, die das Ganze hier entsprechend suchen und das Ganze dann hier nach unten sehen. So, wenn wir uns diesen Markt jetzt mal anschauen, Elena, sehr, sehr gerne an dieser Stelle, wenn wir uns diesen Markt einfach einmal anschauen, dann sehen wir momentan einfach einen Markt, der einfach nur nach unten will. Das heißt, wir haben hier rein nackig mal betrachtet, ohne Emotion, ohne alles, wenn man das mal so zieht, wir haben hier einfach momentan einen Markt, der einen Trend nach unten gebaut hat. Das ist Fakt, das ist jetzt ja kein Rätselraten. Wir tendieren hier definitiv abwärts. Wir haben hier untergeordnet auch Trends am Laufen, die durchaus auch mal etwas Tendenz nach oben gezeigt hat. Aber wir haben jetzt hier einfach einen Markt mit Schwäche. Wir haben hier allerdings auch einen Markt, der auch immer mal Gaps reißt. Aber ich sage an dieser Stelle auch immer, Gap hin, Gap her, Gaps können geschlossen werden, Gaps müssen aber nicht geschlossen werden. Das heißt hier, bitte immer darauf achten, nicht zu sagen, ich handle jetzt einfach mal blind long, weil da ist irgendwo ein Gap im Markt und dieses Gap kann man ja zum Schluss traden. Da sage ich an dieser Stelle auch immer, schaut einfach mal bitte auf die Trends. Was sollte uns Händler denn jetzt dazu bewegen, zu sagen, hier oben ist ein Gap, ich mache jetzt einfach mal ein Gap-Close-Trade. Das wird nicht funktionieren, weil das Ding einfach viel zu weit weg ist. Da braucht es noch andere Dinge, die ein Gap schließen lassen, von der Verortung her im Trend und so weiter und so fort. Das sind alles Sachverhalte. Gaps können geschlossen werden, Gaps werden auch häufig geschlossen. Es ist oft auch nur eine Frage der Zeit. Manchmal dauert es eine Woche, manchmal dauert es 2 Jahre, keine Ahnung. Aber man kann, wenn man will, in diese Richtung recht behalten. Nichtsdestotrotz, schauen wir uns doch einfach mal an, was dieser Markt hier macht. Gehen wir mal auf den Tag. Das ist jetzt hier sozusagen, also was wir vorher hatten, war jetzt im Kleinen der stark abwärtsgerichtete Markt. So, gucken wir uns das Ganze jetzt mal auf Tagesbasis an hier. Sieht es einfach so aus, der Markt ist auch weiterhin abwärtsgerichtet. Das ist einfach momentan ein Fakt, den wir nicht ausblenden können. Aber was sehr, sehr Interessantes sehen wir hier. Hier unten, hier will der Markt nicht runter. Das heißt, um die Marke von, jetzt müssen wir mal kurz schauen, wo das hier unten ist, um die Marke von ca. 20.200 Punkten, da kommen immer wieder Käufer rein. Das heißt, man könnte ja sagen, wenn der Markt wieder hier unten reingekommen ist, kann man sich mit einer Order auf die Lauer legen, um einfach mal wieder so einen Abprall nach oben hin zu traden. Wir haben es ja hier gesehen, am 2.10. ist man wieder aufgedutzt, zack, ging es nach oben. Jetzt tendiert der Markt natürlich wieder runter. Das ist ganz normal, weil der Druck von oben einfach kommt. Aber nichtsdestotrotz, interessant ist an dieser Stelle natürlich zu sehen, wo sind denn verschiedene Marken? Und wenn wir uns das Ganze mal im längerfristigen Bereich anschauen, dann ist das hier halt eine Marke, wo der Markt hier einfach mal stark drüber gegangen ist und da ist halt noch Kaufinteresse da. Bricht das Ding allerdings nach unten durch, dann haben wir hier, schauen Sie, hier unten dieser Bereich von ungefähr 19.400 beziehungsweise hier unten dieser Bereich 18.000 knapp 400 Punkte. Das sind die Marken, wenn der Markt hier runterläuft. Und das wäre dann einfach nur eins, das wäre ein klassisches technisches Signal, dass der Markt diesen bestehenden Trend, den wir jetzt hier haben,
hier bis da hoch in etwa. Hier die weite Bewegung, was wir jetzt hier sehen, ist einfach ein korrektives Verhalten, was schon wieder weit nach unten gelaufen ist. Wenn der Markt das Ganze hier weiter nach unten spielt, dann haben wir hier den Druck. Und wenn er diesen Bereich nach unten bricht, dann ist das Potenzial zur Unterseite da. Kommt es zum Abpraller, jetzt gehen wir mal wieder in die Woche zurück. Ein Abpraller, der könnte natürlich dann auf Tagesbasis dafür sorgen, dass wir hier einfach wieder hochlaufen. Wichtiger Bereich wäre dann sozusagen hier, dass man einfach mal schaut, Tageshochs haben wir hier liegen. Dann kann es natürlich durchaus, wenn der Markt sich hier nach oben orientiert, dazu kommen, dass dieses Gap geschlossen wird. Aber das Gap wird dann halt in dem Moment nicht geschlossen, weil da mal ein Gap war, sondern einfach, weil der Marktverlauf nach oben geht, hier in diesem Bereich. Und dann muss man einfach schauen, wie der Markt hier reagiert, ob er hier gleich wieder rumdreht, weil hier hatten sich ja viele, viele Verkäufer gefunden und da stellt sich dann halt die Frage, sagen die Verkäufer dann einfach, ist mir egal, oder sagen die Verkäufer, nee, 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 ich habe hier einmal verkauft, ich bleibe hier stark, der Markt ist nach unten gerichtet, warum sollte er hier verkaufen? Also warum sollte er sein, entschuldigen Sie, warum sollte er hier kaufen, warum sollte der sich hier drehen, wenn der gesamte Markt übergeordnet abwärts gerichtet ist? Da ist einfach das Potenzial an dieser Stelle nicht da, da muss es noch was anderes Positives geben, dass da so eine Umkehr kommt. Das sieht man dann über die Nachrichtenseiten, das wird kommen. Das heißt, hier ist es jetzt wichtig, Abwärtsdruck da, tiefe Bewegung, jetzt am Tiefpunkt hier unten rumgedreht. Jetzt schauen wir einfach, was wird. Wenn es hier unten wieder zum Abprall kommt, wäre das wirklich interessant. Jetzt hier irgendwo zwischendrin zu traden, würde mir persönlich nicht gefallen. Kann natürlich jeder machen, was er möchte. Aber nichtsdestotrotz, an prädestinierten Stellen wäre es natürlich viel, viel schöner, entsprechend auch zu traden. Und wer das Ganze mal im Kleinen traden möchte, also auch im Intraday-Bereich, Sie sehen, die Stunde ist schon wieder abwärts gerichtet. Macht jetzt hier so ein bisschen, sage ich mal, Bewegung vom Tief nach oben, aber dreht schon wieder rum. Interessant wäre es jetzt hier zu sehen, dass man eine Korrektur bekommt und dann kann man das Ganze auf die Unterseite her traden aus den 5 Minuten raus. Also das mal zur Einschätzung dieses Marktes. Und in Italien müssen wir momentan wirklich auch immer mit politisch motivierten Bewegungen rechnen. Das heißt, da kann es auch mal schnell eine Meldung geben, die den Markt dann ganz schnell in die eine oder andere Richtung bewegt. Und das wäre dann der Punkt für die sehr aktiven Trader, wenn wir hier in diesem Markt auch drinnen sind und sehen, die politische Meldung bringt den Markt in die Extremsituation hier unten oder in eine hier oben, dass wir dann zur Stelle sind und entsprechend mit dem Markt schauen können, was passiert jetzt, setzt ihr vielleicht eine Gegenbewegung ein und das für unser eigenes Trading an dieser Stelle auch zu nutzen. Also damit mal zur großen Marktanalyse für diese Woche und wie ich das jede Woche Freitag mache, ich teile das Video hier technisch einfach einmal, dass wir den edukativen Part, den wir uns gleich anschauen, dazu nutzen, als separates Video für Sie abzuspeichern, dass Sie auch da immer wieder drauf zurückgreifen können. Da mache ich mal kurz den Ton aus, trinke einen Schluss Wasser und dann geht es hier direkt auch gleich weiter. Einen kurzen Augenblick Geduld bitte.